Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude, der Kanal für Golfer mit Handicap über 36. Ich und mein Kollege hinter der Kamera, Stefan Scherholz, freuen uns, dich bei uns im Golfclub Lüttelsburg zu sehen und zu trainieren. Das Thema heute ist der Bunkerschlag, aber nicht nur der Bunkerschlag, sondern der Schlag vom Hang, wo der Hang nach unten geht. Das ist kein einfacher Schlag und es gibt ein sehr wichtiges Thema, was du auf jeden Fall denken und beherrschen solltest. Du musst akzeptieren, von dieser Lage wird der Ball flach fliegen. Versuch bitte nicht, den Ball hochzuschlagen. Weil, wie du weißt, wenn du versuchst hochzuschlagen, passiert das und man trifft den Sand zuerst. Es wird einfach nicht klappen. So, nimm einen Schläger mit so viel Loft wie möglich. Das ist mein 56 Grad Sandwich. Und das wird reichen, um diesen Ball über diese Kante zu schlagen. Nur da der Ball so flach fliegen wird, kann es sein, dass der nicht auf dem Grün stoppt, muss man akzeptieren oder seitwärts schlagen. Aber ich denke, dass ich das schaffen kann. So, Ballposition habe ich in der Mitte statt links wie beim normalen Bunkerschlag und ich gucke, dass ich ein bisschen Widerhang stehe und dass ich während des Schlages nicht nach hinten falle. Ja, ich muss breit stehen für Gleichgewicht, bisschen offener Stand, der Fuß ist ein bisschen offen und ich versuche nicht den Ball zu heben, der Schläger macht die Arbeit. Leider nicht so viel Spin, aber der Ball ist da und der Ball flog locker hoch genug. Okay, vielleicht kriege ich den nächsten Ball ein bisschen näher. Ich muss auch relativ früh winkeln hier, um nicht gegen die Kante zu kommen, aber Hauptsache nicht nach hinten fallen. Wichtiger Tipp, bleibt Widerhang beim Stand und im Treffmoment. Und hoffentlich sehen wir uns.